Hi und herzlich willkommen zu meinem... Nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bücherregal-Update-Video. Heute geht's um dieses Bücherregal. Ich habe ja noch zwei andere und überall in meinem Zimmer liegen Bücher verstreut, aber die anderen habe ich nicht sonderlich geändert und ihr wolltet gerne ein Update zu diesem Bücherregal haben, vor dem ich immer sitze. Und ja, erstmal ein paar allgemeine Infos. Das Bücherregal ist nach Farbe geordnet und ich habe mir die Anregung zu dieser Ordnung von einem Video geholt, welches ich hier verlinken werde, wenn das klappt. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Das Regal selbst ist von Ikea. Das ist eigentlich so ein Küchen-alles für alles verwendbar Regal. ja, und ich versuche euch das jetzt so zu zeigen, indem ich durch die Reihen gehe und euch so meine Lieblingscover, Bücher und so weiter zeige. Ich gehe jetzt nochmal kurz zur Seite, damit ihr zumindest die ersten Reihen sehen könnt. Das ist halt schwer zu machen, weil ich ein kleines Zimmer habe und ich kein Stativ habe, aber wir kriegen das hin. Und ja, so sehen die ersten Reihen aus. Also fangen wir mal an. Hier oben sind die schwarzen Bücher, wie ihr sehen könnt. Und da habe ich hier einmal hingestellt Harry Potter, den 7. Teil auf Englisch. Ich finde das Cover einfach super schön. Und dahinter, ja, sind so Sachen wie Im Herzen die Rache, halt einfach so Thriller-Fantasy-artige Bücher, die halt einen schwarzen Buchrücken haben. Mission Monroe gefällt mir sehr gut. Dann hier ein paar Werke von Sebastian Fitzek. Also wenn die Werke dieselbe Farbe haben, dann versuche ich schon darauf zu achten, dass die nebeneinander stehen. Zum Beispiel hier sind Die Therapie und das Kind von Fitzek. Und ja. Genau. Und dann habe ich hier noch zwei Lichter hingestellt, weil mir das vom Cover her auch sehr, sehr gut gefällt. Das Cover ist nicht in einwandfreien Zustand, aber das seht ihr eh nicht von der weiten Entfernung her. Und weil das ja so schwarz-grün ist, habe ich dahinter so die schwarz-grünen Bücher gestellt, wie Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs oder von Richard Layman Die Insel, welches ich noch gar nicht gelesen habe. Also das Buch habe ich noch nicht gelesen und Tote Mädchen lügen nicht von Jay Asher. Dann habe ich hier meine weißen Bücher. Die sind nicht sonderlich geordnet, wie schon diese nicht. Ich habe es einfach wieder so gemacht, dass ich ein paar Hardcover als, oder dass ich halt generell welche hingestellt habe, die so die Farbe signalisieren, also welches Cover ich schön finde. Bei dem ist es jetzt nicht so der Fall. Und ich glaube, ich tausche auch gegen dieses Cover aus von Nach dem Sommer von Maggie Stiefvater, denn das gefällt mir als Hinstellcover eindeutig besser. Muss ich aber gucken, ob mir das so gefällt, weil ich bin, was Farben angeht, ziemlich kritisch. Also ich finde, das muss dann alles irgendwie passen. Und dann habe ich hier noch ein wunderschönes Buch, welches auch zu diesen Blümchen passt, die ich hier hingehangen habe, also als Lichterkette. Ich finde das wunderschön, wenn man abends hier sitzt und noch was liest, gerade im Winter und so. Ja, es ist Sommer, es sind über 30 Grad draußen, aber ich denke an Winter. Und ja, das passt einfach so schön. Und das ist das Buch The Vintage Teacup Club. Und es ist so schön, auch wenn es nicht weiß ist. Ich finde, es passt trotzdem her, weil die Tassen so ein bisschen weiß sind und die Schrift passt halt gut zu den Blumen. Ich weiß, das ist krank. Und jetzt muss ich kurz die Kamera runterstellen. Wir sehen uns jetzt wieder. Dann haben wir hier die Regalreihe mit den blauen und ein paar roten Büchern. Hier habe ich als Cover hingestellt, ich sage es einfach Cover, The Selection von Kira Cass. Ich finde das Buch wunderschön und es verdient auf jeden Fall einen Ehrenplatz im Bücherregal. Und deswegen habe ich das hier so hingestellt und weil es auch ein sehr schönes Cover hat. Oh Gott, ich bin gerade voll erschrocken. Habe ich noch Schattenspiele von Michael Römling hingestellt.
dieses mit dem mit der Landkarte unter dem, mit der Stadtkarte unter dem Cover, unter dem Schurkenschlag, und ich finde es auch sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich die beiden hier so hingestellt. Dahinter sind noch, ist noch ein Buch von Anjuna Michaelis, Isola, Ginland und so. Und dann habe ich hier, wie auch in den anderen Regalen, schon ein paar Bücher so hingelegt, also gestapelt, weil ich einfach finde, es sieht schön aus. Das ist eine Abwechslung zu den normal aufgereihten Büchern. Und da habe ich unter anderem Saphirblau und von Alex Morrill, Wenn der Schnee mein Herz berührt. Genau. Und ich finde, dass, wenn man die so aufstapelt, das ist immer blöd, weil wenn man die praktisch so stapelt, dass man den Titel lesen kann, dann liegen die Cover verkehrt rum, und das finde ich ein bisschen blöd, aber was soll's. Und unter anderem habe ich ja auch noch Die Stadt der verschwundenen Kinder. Das Cover ist auch sehr schön, aber ja, mal gucken, ob ich das irgendwann mal so hinstelle. Und ich gehe mal kurz rüber. Ich rutsche hier gerade total auf dem Boden rum, um euch das irgendwie zu zeigen. Hier habe ich noch Level 4 Kid City, die Stadt der Kinder. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bücher davon. Eigentlich 10. Ich habe noch eine englische Ausgabe vom ersten Teil. Aber der ist in einem anderen Bücherregal. Und hier noch eine kleine rote Ecke. Die meisten meiner roten Bücher stehen in dem kleineren Bücherregal, was ich euch schon mal gezeigt habe. Ja. Und da habe ich hier hingestellt das Cover von Nina Lajoune, Totenbraut. Einfach weil ich das Cover auch sehr, sehr schön finde. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Dahinter stehen noch die Spiderwick-Geheimnisse. Die habe ich so als Trennbuch genommen, weil ja der erste Teil blau ist und der zweite Teil rot. Dann habe ich Harry Potter, das Phantom der, nur das Phantom von Susan Kay und Vom Winde verweht. Das hatte ich auch mal als Cover, falls ihr euch erinnern könnt. Und dann habe ich hier noch die zwei Bücher von Nina Blajoune. Faunblut und Ascheherz, weil ich einfach finde, die sehen wundervoll zusammen aus. Es ist eine Augenweite, die anzugucken. Und ich bin froh, dass ich denen so einen schönen Platz in meinem Bücherregal geben kann. Auch wenn das ein ganzes Regal wegnimmt. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Bücherregalreihe. Hier habe ich so meine orangen Bücher und der Teil ist noch nicht wirklich geordnet. Ja, hier haben wir einmal die Bücher von Gabriela Engelmann, Goldmarie auf Folge 7 und 100 Jahre ungeküsst. Ich finde, die passen sehr gut in die Reihe, einfach weil, ja, die stehen dann halt zusammen und die haben ja auch ein ähnliches Design. Und ja, dann habe ich hier Mieke und ich und Max Ernst. Und Zwei an einem Tag von David Nichols. Und dann habe ich hier zum Beispiel, es ist zwar kein richtiges Buch, aber ein orangenes kleines Notizbuch mit einem Stift hingetan, weil das super hier dazu passt. Und da ist noch ein Unser Sandmännchen-Lesezeichen drin. Gut, auch schön. Dann habe ich hier mein ältestes Märchenbuch, die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, weil ursprünglich sollte dieses Regal so eine Art Märchenbuchregal werden, aber das hat nicht ganz so geklappt und ja, deswegen ist es jetzt das, was es ist. Dann habe ich hier nicht mein Lieblingsmärchen von Disney, aber schon irgendwie, weil ich finde, Dornröschen ist mir am ähnlichsten und deswegen habe ich das hier als Buch. Das ist auch schon ganz alt, das habe ich mal zum Schulanfang oder so bekommen. Und jetzt gehe ich mal nach hier. Übrigens, der Rock ist von Zara, falls ihr fragt. Den habe ich auf Mallorca gekauft. Genau, und dann habe ich hier noch so ein paar lila-rosane Bücher, zum Beispiel Kirschroter Sommer von Karina Bartsch. Und ja, so diese Plötzlich Prinzessin-Reihe habe ich zwei Bücher, aber hier steht jetzt nur eins. Und das Handbuch für Prinzessinnen ist auch ganz süß. So ein schönes Kinderbuch. Und Der Zauberer von Oz habe ich hier noch und Böses Blut, weil das nicht mehr hier oben reingepasst hat. Und zwei Disney VHS-Kassetten, nämlich Die Schöne und das Biest und König der Löwen.
Genau, und jetzt gehen wir noch schnell zu meinem Schreibtisch und dann habt ihr es auch schon geschafft. So, und dann kommen wir auch schon zu meiner neu gestalteten kleinen Bücherecke auf meinem Schreibtisch. Hier, wo mein Federkästchen draufsteht, also ja, hier, habe ich, wie gesagt, immer Stifte und die Bücher, die ich gerade so lese. Das ist einmal bis zur Mittagsstunde von Stephanie Meyer. Und das hier habe ich schon gelesen, das ist Maria ihm schmeckt's nicht, aber da ist dieser Buchumschlag dran und deswegen habe ich das hier und ein paar Heftchen, um mir Notizen zu machen. Und dann wollte ich hier ursprünglich rosane und lilane Bücher hinmachen. Das hat bis hierhin geklappt. Ich habe hier zum Beispiel Brauchen Sie eine Tragetasche oder das Buch von Rebecca Fischer alias Gabriela Engelmann. Nur Lieben ist schöner und von Alice Cooper Sehen wir uns morgen. Also hier habe ich so Bücher, die mir sehr, sehr gut gefallen oder die ich unbedingt bald lesen möchte, wie zum Beispiel auch Charleston von Sophie Kinsella. Und bei den beiden Büchern wusste ich nicht direkt, wo ich die einsortieren soll, weil New York Love Story ist zwar schwarz, aber passt irgendwie nicht so zu dem Schema, wo meine anderen schwarzen Bücher stehen. Dann habe ich hier mein Lieblingsbuch und Reckless will ich auch unbedingt bald lesen, das ist diese Weltbildausgabe. Und dann habe ich hier immer noch mein Hausaufgabenheft, das ist jetzt das fürs nächste Schuljahr. Und falls ihr euch fragt, was das ist ein Haufen voller Karten, die ich schön finde oder auch Gutscheine und so, Kinogutschein oder Lesezeichen. Und hier habe ich noch eine Pflanze hingestellt, damit es grüner wirkt. Dann wollte ich euch jetzt noch schnell Tschüss sagen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch einen Kommentar da, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!